Die Finanzmarktkrisen haben die Bedeutung systemrelevanter Kreditinstitute für die Volkswirtschaften in den Mittelpunkt gerückt. Die nationalen Gesetze zur Bankenrestrukturierung entsprechen jedoch schwerlich den Anforderungen an eine Neuorganisation international agierender Banken. Im Juni hat die Europäische Kommission den Entwurf einer Bankenrestrukturierungsrichtlinie vorgelegt. Anlässlich des 4. Liechtensteinischen Forums zum Banken- und Finanzmarktrecht hat Professor Dr. Jens Hinrich Binder den Kommissionsvorschlag vorgestellt und kritisch analysiert. Gegenstand der heutigen Veranstaltung ist die Bankenrestrukturierungsrichtlinie bzw. der Vorschlag einer solchen Richtlinie. Es handelt sich um einen Mechanismus, mit dem sichergestellt werden soll, dass, wenn ein Kreditinstitut in Schwierigkeiten gerät, es auch wieder saniert werden kann und für den Nutzen der Allgemeinheit zur Verfügung steht. Nach dieser Richtlinie, da gibt es ja verschiedene weitere Rechtsakte, die auf das gleiche Ziel abzielen. Nach dieser Richtlinie ist es so, dass Banken insbesondere für den Krisenfall zunächst einmal präventiv planen müssen. Sie müssen sich selbst analysieren, wie sie im Zweifelsfall, im Insolvenzfall aufgelöst werden können, abgewickelt werden können. Sie müssen Vorkehrungen treffen, damit Hindernisse, die sie auf diesem Weg der Analyse identifizieren, abgebaut werden. Die Aufsicht begleitet sie dabei. Das ist ein mehrstufiger Prozess, in dem Aufsicht und Institute kommunizieren, kooperieren. Und das ist im Prinzip der Hauptbestandteil dieser präventiven Maßnahmen, also die Planung für den Krisenfall und die Auflösung von Hindernissen für die Insolvenzabwicklung, die man auf diesem Weg identifiziert. Die Krisenmanagement-Richtlinie berührt Liechtenstein, weil wir einerseits zur Umsetzung verpflichtet sind aufgrund des EWR-Abkommens. Andererseits kann es aber auch sinnvoll sein, von anderen Staaten zu lernen, wie, sollte mal eine Bank in Schwierigkeiten geraten, man diese ideal sanieren kann. Sicher ist, dass der sachliche Anlass für diese Richtlinie zurzeit in Liechtenstein nicht gegeben ist. Wir haben stabile Institute, aber es geht um langfristige Vorsorge, nicht um akute Krisenreaktionen. Die Richtlinie wird kaum geeignet sein, Bankeninsolvenzen auszuschließen. Es wird immer Risiken geben, die sich materialisieren werden, die sich plötzlich materialisieren werden. Das können ganz unterschiedliche Risiken sein und die werden auch in Zukunft zu Insolvenzen führen. Die Hoffnung besteht auch nicht darin, dass die Richtlinie das ausschließen wird, sondern die Hoffnung besteht darin, dass die Richtlinie diese Fälle leichter bewältigbar machen wird, und zwar schonend für den Staat und schonend für die Finanzmarktstabilität insgesamt. Infolge der Richtlinie werden wir die eine oder andere zusätzliche Bestimmung in das Bankengesetz aufnehmen müssen. Es wird auch sinnvoll sein, ein Insolvenzrecht für Banken langfristig zu schaffen. Eine akute Folgewirkung im wirtschaftlichen Bereich mag sich möglicherweise daraus ergeben, dass man etwas stärker Vorsorge trifft, um zu vermeiden, dass überhaupt jemals eine Bank in die Krise gerät. Denn das ist natürlich das Wichtigste. Aber auch dazu möchte ich sagen, Liechtenstein hat auch da bereits eine gute Tradition einer hohen Kapitalvorsorge bei den Banken. Und ich denke, das ist auch der Weg, den wir weiter beschreiten sollten.